Hallo und herzlich willkommen zurück bei Enigmantis 3, der Schatten von Kakala. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen nachgucken, ob wir hier drin noch irgendwie was finden können. Wir bräuchten nämlich einen Schlüssel, um diese Kiste, die wir hier draußen sehen, endlich zu öffnen. Und dann gucken wir doch mal. Hier liegt eine Haarnadel, okay, oder Haarklammer. Drei Zahlen. Wenn ich wüsste, welche Zahlen benutzt wurden, würde das die Zahl der Möglichkeiten einschränken. Das stimmt wohl. Wir könnten hier vielleicht irgendwas draufstreuen und dann würden wir sehen, wo Fett von den Abdrücken ist. Und man sieht hier auch, diese Abdrücke, die sollen uns bereits einen kleinen Hinweis darauf liefern. So, was hätten wir hier? Der Griff hier steckt fest. Den Schlüssel nehmen wir aus unerfindlichen Gründen einfach mal mit. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht mehr so viel. Na, wie geht's hier, Bo? Oh, jetzt wollte ich eigentlich mit Bo quatschen, aber das klappt gar nicht. Gut, wollen wir uns das mal angucken? Wollen wir das probieren, mit dem Schlüssel hier irgendwie was zu tun? Geht natürlich nicht. Was soll ich denn mit dem Enterhaken machen? Also die Enterhaken werde ich wohl mit irgendeinem Seil verbinden müssen, und zwar dem hier. Jetzt ist allerdings die große Frage, wie ich da rankomme. Das ist übrigens eine Feder. Finde alle weißen Federn, 6 von 15, sehr schön. Das ist eine wirklich gute Frage. Und was ist das? Ich frage mich, wie tief das ist, bla bla. Oder können wir da das Ding drauf machen? Auch nicht. Ist dann da noch irgendwas? Gehen wir mal Richtung Sturm. Was sehen wir hier? Mal sehen, nur ein Kompass, bla bla bla. Den haben wir ja noch nicht. Können wir denn damit noch irgendwas machen? Irgendwie nicht, also zumindest nicht im Moment, oder? Können wir mit dem Ding irgendwas machen? Auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann quatschen wir nochmal mit ihr. Must have fallen. I'm afraid there's nothing left we can use. Okay, das meiste Zeug ist runtergefallen und wir können hier wohl nichts nutzen. Ja, aber das gibt's doch nicht. Wir müssen doch hier irgendwie was machen. Können wir uns die Bilder näher angucken? Auch nicht. Wir könnten hier vielleicht höchstens versuchen, mit der Haarklammer irgendwie was zu machen. Ah, und es funktioniert. Sehr gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Puderdose, natürlich. Welch Klischee. Dann hauen wir hier mal die Puderdose drauf. Hallo? Nehmen wir den Fuchsschwanz. Haha. Professionell, professionell. So, jetzt finde die richtige Reihenfolge der drei Zahlen, um die Schatulle zu öffnen. Piece of cake. Ach bitte. So einfach. Und da hätten wir dann auch ein neues. Ja, wir werden es gleich noch ansehen. Wir haben schon mal das Teil, mit dem wir die Kiste aufmachen können. So, die Inschrift auf dem Portal ist unvollständig. Aber sie erwähnt ein uraltes Wesen, das am Fuße des Berges begraben ist. Schicke es zur Universität, um es analysieren zu lassen. Das tiefe Geheimnis, das ich trage, werden nur die Wachsamen sehen. Okay. Vielleicht sollten wir es literarisch interpretieren. Vielleicht ist das Geheimnis nicht im Bild, sondern im Objekt versteckt. Vielleicht hat der Professor recht und wir müssen die Wand einreißen. Das wird wahrscheinlich oben im Kloster sein. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Machen wir das wieder zu und dann gucken wir doch mal, was hier mit den Schlussfolgerungen los ist. So, jetzt heilige Flamme. There are some legends about an ancient battle between light and darkness that took place here. Another legend mentions the tomb of a powerful evil being that was slain. There can only be one reason the preacher came here. He's looking for Asmodai's grave. Aha, Asmodai's Grab ist also hier. Gut zu wissen. Das erklärt natürlich einiges. So, dann gucken wir uns hier mal die Kiste an. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt ein Seil drin ist. Ne, es ist zumindest eine Kletterausrüstung drin. Und ein Eispickel.
away from the edge, Fong. Okay. Help me. It'll rip me apart. Hurry. Help me. Wir können jetzt höchstens versuchen, hier mit dem Eispickel irgendwie was zu machen. Können wir mit dem Eispickel danach werfen? Nein, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir dir helfen sollen. Help me. Das Ding ist so groß wie ein LKW. Was soll ich denn tun? Mir würde da was einfallen lassen. Einfallen. Könnten wir nicht hier das Zeug einfach losmachen? Oh, thanks. That was, I hope that thing's taken care of. Just wait. I'll pull you up. No, get the girl to the monastery. I'll find another way around and meet you there. Okay. Wir sollen ihr also nicht helfen, sondern stattdessen das Kind hochbringen. Können wir jetzt damit noch irgendwas machen, Nena? Mit dem Eispickel kommen wir jetzt. Natürlich. Gut. Dann zack, ran hier. Perfekt. Und ich denke, dann sind wir hier eigentlich auch fertig. Hey Kid, are you all right? Wake up, Fong. Don't do this to me, Kid. Not good. She's burning hot. I can't leave the girl lying in the snow like that. She'll die. Ja, was sollen wir denn machen? Hier können wir ja nichts mehr tun. Da ist alles schon durch. Was sollen wir denn dann mit Fang machen? Ach, mitnehmen natürlich. Okay, wir müssen einen schützenden Unterschlupf finden. Gehen wir da weiter Richtung Sturm? Da kommen wir immer noch nicht hin, also müssen wir nochmal zurück. Dann muss sie wohl hier hin. Das ist total der Schutz, ne? Draußen 1 Million Grad minus, der Wind weht. Aber das ist gut. Klar. Gut, ich muss sie zum Kloster bringen, bevor der Schneesturm hier einschlägt. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, hauen wir diesen Seil mit Haken irgendwie hier hoch. Bitte, das geht nicht. Aber ich habe hier doch... Ach, jetzt kommt. Was soll denn hier schon wieder der Quatsch? Ich hoffe, es ist nicht zu spät, bla bla. Habe ich vielleicht hier was übersehen? Ich habe hier doch nichts übersehen. Wir könnten natürlich höchstens versuchen, uns hier irgendwie abzuseilen. Aber auch das klappt nicht. Ja, was sollen wir hier denn bitte noch machen? Da ist auch nichts, da waren wir auch überall. Zum Sturm sollen wir nicht gehen. Hier ist auch... Da ist was. Ah, da mussten wir uns hinwerfen und überhaupt nicht dort hoch. Okay, das erklärt natürlich einiges. Und dann haben wir hier auch... Was erfinde Griffe? Ich dachte, wir haben jetzt ein Wimmelbild. Das war aber jetzt nicht so. Gut, dann hauen wir hier was hin. Nee. Ah, ich verstehe. Wir müssen hier die komischen Steine finden. Ist das nicht hier? Ist es da? Ja. Und jetzt ist das da oben. Okay. Jetzt können wir also höher klettern. Okay. Oh, it looked easier from down there. Und finden wir mal hier einen Griff. Das ist interessant, also das habe ich noch nie gesehen. Wartet mal, da? Nein. Da oben. Nicht? Ich klicke jetzt hier einfach nur wild und dumm rum.
weil das irgendwie nicht so richtig klappt. Oder ich das zumindest nicht erkennen kann. Klick, 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 klick. Ist klar. Alter Falter. Wie soll man das denn bitte erkennen können? Also das ist hier irgendwie so ein Übergangsstein. Hier irgendwo, denke ich mal. Ja. Und jetzt hier, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es doch irgendwie rausgekriegt, aber das ist relativ schwer, das zu erkennen, finde ich. Oh, almost there. Oh Mann. Und noch mehr Griffe. Das ist da. Hier. Nee, da oben. Es muss da oben sein. Jetzt wartet mal. Das geht in diese Richtung. Das ist oben ein bisschen... Da könnte es sein, genau. Jetzt aber, und jetzt sind wir gleich oben. Und zu guter Letzt noch hier irgendwie was. Das sieht mir noch hier aus. Ah, ja, okay. Alter, jetzt ernsthaft? Rick, I can't believe you made it. Oh, I thought that thing got you. It takes more than an overgrown chicken to take me down. No kidding. Listen, oh mein Gott. There's a little girl down there. I have to bring her here. Another one? It's a long story. Tell me later. Let me go get her, okay? I'll close this place up before this blizzard hits. And I'll make her a soft bed to warm up in. Ist ja klar, dass Rick natürlich schon längst da ist, ne? Denn Rick ist ja kein Weichei, der ist hier mit einem Monstersprung einfach rübergesprungen. Alter, also komm. Rick ist echt der Prototyp eines Mannes. Gut. Was gibt's hier zu sehen? Der Wind ist kalt. Wir müssen alle Öffnungen verschließen, bevor uns der Schneesturm mit voller Härte trifft. Dann können wir doch das Ding hier aufheben. Oh, es ist zu schwer. Eventuell kann mir Rick helfen, wenn er zurückkommt. Dann müssen wir hier wohl noch warten. Klostertor. Ich glaube, wir sollten uns erstmal hier drin umsehen. Da ist ein Schlüssel. Und hier der richtige Weg. Kein Kompass und kein GPS in der Nähe. Keine Angst, es gibt da einige Tricks, die dir weiterhelfen können. Erstens das Moos. Untersuche Bäume und Steine nach Moos. Es wächst immer auf der Nordseite. In der Tendenz ja. Die Sonnenblumen. Diese hübschen Blumen wachsen immer gegen Süden. Die Sterne. Der Himmel ist klar, also kannst du nach dem Polarstern oder dem Kreuz des Südens Ausschau halten. Dann ein provisorischer Kompass. Lege eine Eisennadel oder ein ähnliches Objekt in eine Flüssigkeit auf ein Blatt oder eine Borke. Die Nadel müsste sich drehen und nach Süden zeigen. Andere Sachen, die dir bei der Navigation helfen können, sind Ameisenhügel, einzelne Bäume und Schatten. Gut. Finde ein Dutzend nette Wege, um nach dem Weg zu fragen. Ja. So, ich würde für einen heißen Tee oder Kaffee töten. Ja, das passt. Ich kann das nicht mit bloßen Händen aufschrauben. Na klar. Und da ist eine Feder. Ich bin gespannt, ob wir alle weißen Federn finden. Also irgendwie habe ich da Zweifel. So, was hätten wir hier? Ein Magnet. Jim, halte das Tor zur Portalkammer offen. Diese Winde sind rostig. Was? Achso, diese Winden sind rostig, nicht die Winde. Das hätte jetzt keinen Sinn ergeben. Okay, diese Winden sind rostig und könnten jederzeit versagen. Ich möchte nicht da drin eingeschlossen werden. Denk daran, sprich mit Selin, dem Einsiedler, über das Kloster. Er scheint eine Menge darüber zu wissen. Okay? Bist du bereit, Prediger?
Bin ja mal gespannt, wann wir ihn dann hier so wirklich sehen. Können wir das noch mitnehmen? Nee, ne? Nichts. Warum bin ich nicht überrascht? Leer, ich brauche wohl einen Schraubenschlüssel, um es abzubekommen. Mal gucken, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Und dann hätten wir diesen Heizer hier auch fertig gebaut. Ja, ein schönes warmes Bett, genau. Wir sollten das Mädchen hier hinlegen, aber wir brauchen etwas, um sie zuzudecken. Dann werden wir uns mal auf die Suche machen. Vielleicht finden wir ja dann hier auch noch irgendwo eine Decke. So, was hat es denn hiermit auf sich? Können wir das schließen? Das ist schon mal gut. Oh, das wiederum ist nicht gut. Gut, wir brauchen also ein Stückchen Holz. Und was ist das hier? Nichts. Sagt es uns dann noch irgendwas? Nee, ne? Gut, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter hinter. Es steckt fest. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn sich diese Winde gleich hätte... Okay. Wir müssen beide Winden gleichzeitig benutzen. Ein starkes, stabiles Tor. Wahrscheinlich bewacht es etwas Heiliges oder Gefährliches. Oder gar beides. Auch das steckt fest. Also wir können hier wahrscheinlich dann nur weitermachen, wenn Rick bereits da ist. Ansonsten gibt es hier noch nicht mehr so viel zu tun. Dann gehen wir mal zum Klostertor. This wind is chilling me to the bone. I'd better shut this gate tight. Ja, werden wir gleich machen, aber wir gucken uns erstmal hier außen um. Ich weiß nicht weise. Was? Es ist nicht weise, bei diesem Wetter am Rand der Klippe entlang zu laufen. Okay, das ist logisch. Deshalb soll man jetzt also bei dem Wetter noch nicht rausgehen. Wir können aber bereits mal gucken, was hier ist. Ein paar Zahnräder, die verrostet sind. Das Benzin ist ganz verdreckt. Dann hätten wir hier noch eine Kiste. Die machen wir mal auf. Wir uns einen Schraubenschlüssel, einen Trichter und ansonsten sind die anderen Sachen jetzt nicht für uns gedacht. Okay, das Benzin hier ist auch ganz verdreckt. Den könnten wir noch mit irgendwas kombinieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, womit? Das Tor klemmt. Ich muss das Schloss reparieren. Ich denke, das machen wir dann wohl mit den verrosteten Zahnrädern, die wir wahrscheinlich erstmal entrosten müssen. Ja, das jedoch werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.